Hallo, hier ist wieder Karl Richter aus der Weinzeche mit dem Wein der Woche. Diesmal ein Weißwein aus Frankreich, aus der Gascogne, dem Südwesten Frankreich, berühmt durch Enten, Gänse, Hühner und alles, was daraus produziert wird. Das Weingut, was ich Ihnen heute vorstelle, ist Domaine du Tariquet, früher bekannt für die Erzeugung von Armagnacs, aber in den letzten Jahren auch mit einem großen Ruf für wunderbar frische, knackige Weißweine. Und so einen Weißwein haben wir jetzt auch im Glas. Es ist der reinsortige Sauvignon, eine Rebsorte, die man vor allem natürlich von der Loire kennt. Sancerre und Pouilly-Fumé sind da die bekanntesten Vertreter. Aber hier jetzt der Sauvignon von Domaine Tariquet, ein feinduftiger, knackig, frischer Weißwein mit Aromen von Melone, ein bisschen Aprikose, Apfel. Mit ganz frischer, knackiger Frucht, gut eingebundener Säure und einer frischen Mineralität, die einen schönen Kick hinten im Abgang verleiht. Ein wunderbarer Weißwein zu allem, was aus dem Wasser kommt, zu Muscheln, Fisch, Schalentieren, hellem Fleisch, ganz besonders aber auch zu Ziegenkäse, eine wunderbare Kombination, die man in Deutschland gar nicht so kennt. Aber auch ganz vorzüglich als Wein für alle Gelegenheit und als Aperitif. Und nicht vergessen, no wine, no party.